Ich habe mich im letzten Jahr mit nichts anderem als Essen beschäftigt und ich wohne in Köln. Dementsprechend gibt es heute meine Top 5 Food Hotspots. Ich habe mir wirklich den Kopf zerbrochen, um euch das Beste zu präsentieren. Und ich freue mich zuerst auf ein angenehmes Frühstück mit dem besten Kaffee in Köln und einem perfekten Cheesecake. Los geht's. So Leute, wie starten wir diesen leckeren Tag? Natürlich mit einem Kaffee und was zum Frühstücken. Und ihr wisst vielleicht, ich bin ein bisschen Kaffeesnob. So, ich habe 2 Siebträgermaschinen, lege sehr viel Wert auf guten Kaffee. Und dementsprechend ist das, kann ich guten Gewissens sagen, der beste Spot für Kaffee in Köln. Wir starten bei The Coffee Gang. Und was genauso gut ist, ist der Cheesecake. Deshalb lasst uns reingehen. Also wirklich bester Kaffee in Köln, no joke. Guckt euch halt an, die Latte an, so fein. Und das ist wirklich so ein Microphone, sein Vater. Unnormal lecker. Und dazu wirklich, ich bin auch gespannt, wenn du das gleich essen wirst, Digga. Dieser Cheesecake. Du isst das, dein ganzer Mund klebt so zusammen. Und ich schwöre dir, guck mal, das ist der beste Cheesecake, den ich gegessen habe. Egal wo. Egal ob New York, egal ob selbst gemacht, egal in welchem Café, das ist der Beste. Ja, du hast einfach das Gefühl, ich kann das nicht beschreiben, Digga. Das ist so unfassbar cremig, der Kaffee so unfassbar gut. Wenn du so in deinen Tag startest, machst du schon alles richtig. No joke. So, Freunde, das war schon mal ein guter Start. Jetzt müssen wir aber zu einem alten Bekannten. Manche von euch kennen den vielleicht. Es geht jetzt nach Ehrenfeld zu Ricky und wir essen exotisch, denn es gibt Afro-Soul-Food. Direkt als zweites heute. Was ich auch nochmal sagen wollte, mir war relativ wichtig, dass ich nicht so krasse Hype-Spots reinnehme, denn ich will euch meine persönlichen Favorites zeigen und irgendwie so krasse Instagram-Läden oder so. Deshalb gibt es bis auf eins heute wirklich nur Geheimtipps und deshalb lohnt es sich wirklich dran zu bleiben. Let's go. Also Leute, zweiter Stopp. Just try Afro Soul Food und Soul Food ist hier Programm. Ricky, den Inhaber, werden wir auch gleich treffen und ich sage euch so viel, er ist eine Legende und das Essen ist mindestens genauso legendär. Das Exotischste, was wir heute auf der Liste stehen haben, aber wir schauen jetzt erstmal rein. Let's go. Ich muss mit Let's go aufhören. Sorry, dass ich die ganze Zeit Let's go sage. Mr. Max in the house. The Max, you know. Hello. Weißt du was, Ricky? Ich drehe heute ein Video. Yeah. Die besten Foodspots in Köln. Okay. 5 Restaurants habe ich mir ausgesucht. Yeah. Du bist natürlich mit dabei. Und hier ist dein Restaurant, Bruder. Du bist ein Tag. Das ist dein Haus. Und ich habe gesagt, das gibt es auch wirklich nur hier. Ne? Yeah. Afro Soul Food. Okay. Ja, deswegen kommen sie jetzt aus Brimme. Okay, wir bestellen einmal Jollof Rice mit Chicken. Dann stören wir gar nicht weiter. Junge, Junge, let's go, Alter. Jollof Rice, man sieht schon allein, der Reis für sich ist unfassbar gewürzt und einfach was Besonderes. Aber hier oben drauf ist die echte Magie. Dieses Stew, dieses Tomaten-Stew schmeckt so unendlich geschmackvoll. Dann haben wir oben drauf Chicken Pieces auf der Haut, knusprig angebraten. Das ist wirklich was für Menschen, die schon viel gegessen haben, die gutes Essen lieben und die Bock auf was Neues haben, weil das ist besonders. Und hier für jeden, der genug von Stani Pommes hat, Yam Fries aus Yamswurzel. Ihr wisst wahrscheinlich, genauso wie ich, nicht mal was das ist, Alter. Und genauso schmeckt es auch. Es ist einfach was Neues, was Besonderes. Und ich sage, es wird auch euch schmecken. So muss man kochen. Ja, schmeckt als... Schmeckt, als wärst du irgendwie auch in der Welt unterwegs und du würdest nicht gerade in deiner Heimatstadt so schnell 10 Minuten um die Ecke fahren. Das ist einfach eine neue Welt. Was Nices gegessen, aber ich habe auf jeden Fall noch ein bisschen Platz. Weiter geht's. Lass mal was essen. Komm ein bisschen näher noch. So. Nächste Station, Sushi. Und ich sage euch eins, Leute, das nehme ich nicht auf die leichte Schulter. Ich habe, glaube ich, sehr viele Sushi-Restaurants ausgetestet, seitdem ich in Köln bin. Und das ist wirklich mein Lieblings-Sushi-Restaurant. Und was ich besonders feiere, ist ein kleiner Laden. Eigentlich ein kleiner Geheimtipp. Sowas ist ja sowieso so ein bisschen mein Ding. Und wir sind jetzt hier 2 Tische draußen, 2 Tische drin. Und ah, der traumhafte Fug ist auch schon da. Geht ab, ne? Okay, Bro, ich würde gerne einmal Sake Brûlée, die Nummer 5, 3 und die 24 ohne Dill. Ganz wichtig. Und Punkt 1. Wie kann es sein, dass keine Fastfood-Kette auf der Welt ihr Chicken so knusprig bekommt wie hier? Wie kann das sein? So Chicken Pops, bisschen Sojasauce und
Wie? Unnormal. Nummer 2. Crunchy Lachsrollen. Richtig, richtig crispy frittiert. Ganz wichtig, ohne Dill. Wenn ihr das nochmal hört, Jungs da drin, ohne Dill. Ich probiere. Unnormal lecker. Ingwer ist, glaube ich, in den meisten Sushi-Spots das gleiche. Aber auch sowas hier. Die Edamame sind auch so richtig knackig gesalzen. Übertrieben wichtig. Was soll ich sagen? Wirklich? Ich habe viele Sushi-Spots getestet in Köln. Und hier stimmt einfach alles. Gucken wir hier mal. Wirklich, das ist die absolute Highlight-Rolle. Hat auch einen stolzen Preis, aber ich sag euch, worth it. Mango, Gurke, Lachs und flambierte Mayonnaise obendrauf. Das ist wirklich mit das Krasseste, was es für mich in der Sushi-Welt gibt. Eric, du musst jetzt auch mal probieren. Übrigens, Erics Face Reveal. Falls ihr euch alle schon mal gefragt habt, wie Eric aussieht, kommt diesen Sonntag. Nimm mal hier so ein Stück, was so gut geroastet ist. Hier, komm. Schön Soja dazu. Ich bin ernst gespannt, was du sagen wirst, weil das ist meine favorite Sushi-Rolle. Der Blick ist so. Also no joke krank, oder? Wie viel da abgeht in deinem Mund, so, ne? Süß, saurig, zart. Einfach flambierte Mayo. Ja, noch nie gegessen und es ist so geil, Digga. Leute, wir haben alles getestet. Ich glaube, es wird schon jetzt Zeit für den nächsten Foodspot, was soll ich sagen. Checkt auch Prince Sushi auf jeden Fall ab. Alle Restaurants, alle Adressen sind unten verlinkt und wir lassen es uns jetzt schmecken. Ihr merkt, es hat ein bisschen angefangen zu regnen und deshalb holen wir uns jetzt die Sonne in den Magen. Und womit geht das besser als mit einer nicen Pizza, beziehungsweise mit der besten Pizza in Köln, ab zu Nenilo. Eine meiner Lieblingspizzen, die werden wir auch bestellen, ist hier drüben die A Pizza Reale mit Tomaten, geräucherten Kochschinken, scharfer Honig, Fiordi Latte und gebratenen Champignons. Leute, wenn ich das sage, läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen und wir bestellen jetzt. Super, danke schön. Was soll ich sagen, guckt euch das an. Dieser Geruch, durch dieser scharfe Honig, die Tomaten. Das ist wirklich einfach eine andere Nummer. Hör mal. Merkst du das, Digga? Ich habe zum ersten Mal hier napolitanische Pizza gegessen. Ich habe es häufig gemacht danach, aber trotzdem ist hier für mich der beste Spot. Ihr wisst es, der Boden muss sich verneigen. Und ihr wisst auch, ein wahrer Italiener isst die Pizza so. Und jetzt... Das muss man so essen, es tut mir leid, Leute. Boah, dieser Honig, man merkt einfach, dass alles fresh ist. Ne? Es wird ja direkt da drin gemacht für 90 Sekunden, 100 Sekunden in den Ofen. Allein die Tomaten sind so krank, fantastisch knusprig. Von unten schöne Marmorierung. Wenn ihr in Köln seid und eine richtig gute Pizza essen wollt, kommt hierher. Leute, mir ist nochmal aufgefallen, die krasseste Sache an dieser Pizza ist der Rand. So, weil normalerweise ist ein Rand knusprig oder fluffig. Aber dieser Rand hier ist knusprig und unfassbar fluffig. Schon, also wirklich, das ist besonders. Das schafft lange nicht jede Pizzeria. Und deshalb müsst ihr das auch abchecken, wenn ihr in Köln seid. Lasst euch schmecken. Tschüss. Wow, Digga. Weißt du, worauf ich jetzt Lust habe? Was zu essen. Let's go. Ihr seht, wo wir sind. Es ist kein Geheimtipp, aber es wäre eine Frechheit, es nicht mit reinzunehmen, die Top-Foodspots. Ich war letztens auch mit Tom hier und Leute, Kebabland, Köln-Ehrenfeld steht einfach für sich. Das gibt es in der Form, in der Qualität, glaube ich, nur hier. Dieser kleine Container und daraus kommt so gutes Essen. Der Klassiker Adana Teller ist, was wir jetzt bestellen werden. Dann bin ich aber auch satt für heute, Leute. Ich sage es euch ehrlich, aber wir gehen jetzt rein und bestellen. Also Leute, ganz simpel, Adana Teller, zwei Spieße Lammgehacktes, Joghurtsoße, ein kleiner frischer Salat und dann Bulgur und so grober Reis. Dazu unnormal lecker dieses geröstete Brot. Ich glaube, es gibt wenige Sachen, die ich nach so einem Tag noch essen könnte überhaupt, aber das ist eine davon, weil das schmeckt so gut, das geht einfach immer. Zack, Adana, ein bisschen von der roten Soße und knusprig. Soft in, unfassbar würzig, zum Abmildern zwischendurch, wenn man einfach wieder so ein bisschen seine Palette ein bisschen neutralisieren will. Ein sehr einfacher Salat und der Endgegner, dieses Brot. Crunchy, das schmeckt so rauchig. Das wird direkt auf dem Grill, auf der Holzkohle gemacht. Was kann man hier noch sagen, Alter? Es flasht einen wirklich jedes Mal wieder und deshalb ist das hier auch mit drin, obwohl es so bekannt ist. Es ist einfach außer Konkurrenz und wer in Köln ist, muss hier essen. Punkt, ist so. Kann man nichts anderes sagen. Was für ein Ende für diesen Tag, Leute. Unnormal lecker. Ich habe ein bisschen Bauchschmerzen jetzt. Ich gehe nach Hause. Ich sag mal so viel, ich habe noch mindestens genauso viele Spots im Petto für ein zweites Video. Wenn ihr das irgendwann mal sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Ausprobieren, wenn ihr in Köln seid. Macht's gut, bis dahin und ciao.